Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2015 mit dem... Hallo Peter! Und dem Jay. Schreist du mich denn hier direkt so an? Was soll denn das? Weil ich so mega laut war. Du hast mich auch angeschrien. Ich habe die Zuschauer angeschrien, nicht dich. Wir spielen noch Brasilien. Wir spielen jetzt Brasilien, letzte zwei Rennen, da wir letztes Mal ja erster, zweiter, dritter ich wurden. Ich werde nicht mitfahren. Sind wir jetzt bei Experte? Wie, du wirst nicht mitfahren? Ja, Alter, wir sind in Brasilien. Scheiße, Formel 1, ich gehe an den Strand. Ich dachte, guck mal, Luft ist 24 in der Grad, Alter. Ein bisschen Copacabana abchecken. Perfekt. Ist bestimmt gerade Karneval. Weißt du, und ich, ich muss hier in so einem Auto sitzen und werde jetzt erstmal 2 Kilo Gewicht nur an Flüssigkeit verlieren. Super. Und danach kannst du an den Strand gehen, dann sieht es besser und aus. Los okay, geht's. Los geht's. Oh, aber das wird wart, ey. Jetzt bin ich immer echt gespannt, wie gut die KIs sind. Oh, ich hätte härter bremsen sollen. Cool. Das Rennen ist für mich gelaufen. Naja, direkt das ganze Rennen gelaufen. Ja, ja, okay, Rosberg ist schon mal vorne. Das ist schon mal interessant zu sehen. Fuck, ich bin überhaupt nicht drin gerade. Okay, die KI ist stark. Alter, Rosberg fährt ganz schön schnell. Der hat bestimmt jetzt so einen Turbo-Boost. Ich kenne die Strecke auch nicht. Aber die kenne ich doch in- und auswendig, die Strecke. Von früheren Formel 1 Rennen. Okay, also interessante Kurven sind ja hier dabei, das muss man ja mal so sagen. Hört die Strecke irgendwann auf? Oh! Die ist relativ kurz, die Strecke. Ich habe schon wieder das Gefühl, fahr eine Ewigkeit und noch viel weiter. Oh Gott, das war richtig mies. Eieiei. Ich werde 19. laut oben links gerade. Ich werde 18. P3. Okay, P20 stand da kurz. What the fuck? Lol, ich bin 20. Moment, das checke ich jetzt gerade auch nicht, was hier gerade passiert ist. Wie können die mich denn auf der Zielgeraden noch alle überholt haben? Vierter. Nach den hektischen letzten Minuten im Volley. Alles klar. Wo sind meine Mates? Alter, wie schlecht war ich denn? 19. Was ist denn mit euch los? Ich habe eine Kurve nicht genommen. Was heißt denn, was ist mit euch los? Ich dachte jetzt gar nicht, dass ich so kacke war. Das kann ja was werden. Oh nö, das heißt, ich muss wieder durch das ganze Pulk durch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht ankommen. Vor allen Dingen durch den ganzen Pulk durch ist auch so eine Sache. Ne? So wie die fahren. Ja, eben. Man muss mal kurz sagen, Peter ist Meisterschaftsführender mit 257 Punkten und Rosberg. Peter. Zweiter mit 253 Punkten. Da ist 4 Punkte Unterschied. Und Peter muss jetzt ganz hinten starten und Rosberg ist auf Pole. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich gegen die KI gegen auch nicht ankomme. Sollte das Rennen für mich nicht laufen, werde ich Rosberg einfach rausnehmen. Dann gehen wir zusammen an den Strand. Willkommen, das ist super. Also sieht zumindest da hier, Sommerzeit und Partyzeit, weißt du? Und ich fahre jetzt Auto. Und freuen sich auf einen fantastischen, das sieht gut aus, das Wetter. Von Brasilien. Ja, wieso sollte denn in Brasilien bitte regnen? Also Brasilien regnet da gar nicht so selten. Wir haben nur da viel Regen. Monsun habe ich da bestimmt da auch Regen. Also in Brasilien hat es schon öfters mal geregnet bei Formel 1. Ich starte aus der Box oder was? Ach nee. Achso, das ist tatsächlich die Strecke. Achso. Alter, der sagt mir schon wieder. Alter, der sagt mir schon wieder 3 Boxenstopps. Boah, wie der sagt mir vor allem wieder nur mit 3 O's. Weißt du, keine harten Reifen. Ich hasse sowas. Was ist denn Boxenstopp 3 bei dir? Runde 21, 22. Also ich hab OOOP. Ich hab OOOO. Oh mein Gott. Und die letzte O-Runde wird 15 Nein! Runden lang. Nein! Ich war noch nicht fertig. Ich hab gerade auf P gewechselt. Und jetzt fahre ich am Ende nochmal mit P, das ist doch kacke. Kannst du ja on the fly noch ändern. Ey, Christian, nicht nach rechts ziehen. Wie kannst du das denn so einfach ändern? Aber da ist die... Da ist die Linie! Ja, Peter fährt einfach in... Okay, weil jetzt ein richtig ganz schön schneller Start. Jetzt kannst du... Toll. Ricciardo gegen Raikön hier, krasser Kampf. Oh, lol! Leute, die berühren sich hier vor mir! Habe ich eventuell 5 Sekunden Strafzeit erhalten. Oh! Lol! Direktschaft? Wofür? Was hast du gemacht? Unerlaubtes Überholen. Oh. Oh.
Alter, hier ist gerade richtiger Reibach-Kampf hier. Ich komm gut durch die Alter! Fleder, bist du gedreht worden? Ja, nee, ich hab gedreht. Leute, ich wurde gedreht! Nein! Oh Mann! Ja, aber bei dir geht doch eh nichts kaputt. Ja, das ist. Alter, wahr. Wie viele Autos? Das ist Johnny. Johnny fährt einfach wieder auf die ja, Strecke. Ich werd ja unsichtbar. Oh Mann, ey! LOL, jetzt wurde ich wieder direkt gedreht, oder was? Jetzt ist mein Wagen im Arsch. Weißt du, könnt ihr am Arsch schlecken? Nee, ist er nicht. Was ist denn mit dir los? Alter, was soll das denn? Boah, weißt du wie. Da wird man wieder. Ja, du warst in mit deinem Geist. Ich bin die erste Runde unüberschadet durchs Ziel gefahren. Das hätte ich was nie gedacht. Was ist das eine befickte Scheiße? Ja, der Herr Geist hält nicht ewig. Ja, ich bin aber nicht davon ausgegangen, dass ich als Geist plötzlich innerhalb von Madonna spawne. Wieso habe ich denn jetzt nach der ersten Runde schon wieder Benzin minus 0,04? Da habe ich ein bisschen spät gebremst. Irgendwie ist er mich reingefahren, glaube ich. Achso. So, ich habe aber nichts kaputt. Oh, Peter! Oh Gott! Alles klar. Boah, das ist das Chaos hier wieder, ey. Wenn sich das Auto nicht nach Höchstleistung. Weißt du, spielt man einmal auf einer hohen Schwierigkeit hier und verkacken alle. Das sollte im Laufe des Rennens besser werden, wenn sie weniger wird. Ja, okay. Oh Mann, ey. Boah, nicht wann. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Geschichte, da jetzt wieder aufzuholen. Das ist vollkommen korrekt. Ich komme nämlich an Stevens vor mir schon nicht mehr ran. Aber wenn ich 0 Punkte habe, dann soll Jay auch 0 Punkte haben, dann ist auch alles gut. Ja, dann müssen wir Roskett noch rausnehmen. Peter, ich werde dich eh nicht einholen. Ich müsste 2 Siege haben. Bei Siege? Ja, 2 Siege. Okay, dann kann ich ja voll entspannt an die ganze Sache rangehen. Ja, Rosberg holt die Meisterschaft sowieso. Du brauchst sowieso. Nur 5 Punkte in beiden Rennen, damit ich dich unheimlich. Ja, aber ich werde in beiden Rennen 0 holen. Ja, als ob. Ja, sicher. Guck dir an, dann werde ich natürlich als besserer Spieler, das wissen ja alle. Ja, das ist dann schon wieder die andere gewinnen, Geschichte, ja. Also, wir haben Blasenbildung auf den Reifen. Willst du mich verarschen? Was geht denn jetzt hier ab? Alter, wieso sind denn meine Reifen schon alle gelb? Wieso denn erst in der dritten Runde? Du hast 2 Crashes gehabt. Achso. Okay. Kann wurde sein. Gerade tatsächlich vom 18. überholt. Ich komme auch an den 13. nicht ran. Also ja. So gar nicht. So viel dazu. Weißt du, macht mal die Schwierigkeit höher. Was ist das für eine scheiß Einstufung? Das haben wir selber gesagt auch, oder? Ja, aber weißt du, ein Unterschied zwischen... Also du musst jetzt nicht sagen, so ey, die Zuschauer sind schon... Ja, nee, aber die haben sie haben zumindest erwähnt, dass sie halt dann gleich ebenbürtig sind oder sowas. Jetzt sind die ja um Längen. Ja, dann ist das erste Rennen, da gewöhnen wir uns noch dran. Ja, in dem letzten Rennen. Ja, in dem letzten Rennen. Ey, wieso kriege ich hier kein DRS? Also Christian ist wie vielter? Ah, hier ist der. 14. Geil. 17. und Peter ist 18. oder was? Läuft ja. Ja, du bist 17. Ey, aber ich habe noch keinen Abkürzen bekommen. Nicht mal eine Verwarnung. Man kann mittlerweile einstellen durch ein Patch, wie stark man bestraft werden soll bei sowas. Das stimmt, das ist die einzige Änderung. Richtig hart, finde ich. Ich habe einfach normal gelassen. Disqualifiziert, also. Habe ich Ricciardo wieder vorgelassen. Ich kämpfe hier ernsthaft um den 18. Platz. Ey, Ricciardo ist mein Mate, mein Gegner, das ist gut. Ach ja, mit dem habe ich ja mich auch gecrashed. Am Anfang. Und danach mit Madonna. Gucken wir, ob ich an Jay rankomme. Ich habe das Gefühl, dass ich so allgemein auch nicht gerade gut bin. Also ich komme an Hülkenberg ran gerade. Okay, das war's für Peter. Was war das denn jetzt gerade? Ja, im Kampf mit Ricciardo haben wir uns beide gedreht, ohne ein Zutun des jeweils anderen. Das ist gut. So, hier, Hülkenberg, ansaugen und vorbeifahren. Easy peasy. Alter, hängt der mir jetzt schon wieder am Arsch. Ich bin noch viel besser aus der ganzen Geschichte rausgekommen als der. Die fahren so gut, die Gegner. Alter, hau mal ab. Hülkenberg! Alter, überholt er mich, die Sau.
Ja, richtig. Das machen die hier einfach. Alter, der hat schon viel Speed gehabt. Ja, du überholt mich jetzt auch wieder. Oh. OJ. War nicht gut. Komm vorbei! Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Scheiße. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 40 Ja, was ist scheiße, Jay? Ja, alles scheiße hier. Ich komme hier nicht an Hülkenberg vorbei. Gerade. Ich wette, ich werde noch überrundet. Wir stehen parat, kommt diese Runde rein. Fünfte Runde. Ist klar, bei 36. Da kann ich nur sechsmal stoppen. Am Arsch. Geh ich jetzt schon rein, ey. Am Arsch lecken. Was sagen denn deine Reifen? Die sind gut orange. Okay. Hattest du nicht aber dann deinem Auto kaputt? Nee, da hat er sich wieder nur vertan. Entflogen die Teile und das waren halt Madonnas Teile. Ich dachte halt, das wären meine. Obwohl ich auch gegen die Bande gekracht bin oder was auch immer. Das ist echt wie ein Schweizer Panzer. Der hat das bestimmt eingestellt, dass bei dem nichts kaputt geht oder so. Ja, natürlich. Natürlich. Meine beste Zeit ist eine 1,15. Das ist auch ein bisschen traurig. Das stimmt. Das ist echt ganz schön scheiße. Boah, ey, weißt du, im mittleren Teil sind die so lahmarschig, die ganzen Gegner. Sind sie? Ja. Bei mir schon. Wolltest du dich vorkämpfen? Nö. Also ja, also ich kämpfe die ganze Zeit vorne, aber ich werde halt immer durch DRS überholt. Ach so. Ja, das ist ja, wird ja lustig jetzt, das Rennen. Nehmen wir mal die Box. Ne? Kann auch sein, dass bei Experte die Reifen irgendwie schneller kaputt gehen, dass man da mehr aufpassen muss. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also ich darf schon in die Box. Geh nächste Runde in die Box. Ach Gott, ey, das kann ja was werden. Kann das sein, dass niemand in die Box gefahren ist? Oh. Aber find halt die Schwierigkeitsabgrenzung halt echt ein bisschen kackjes. Dass die halt jetzt plötzlich einfach mal 4 Sekunden schneller sind, als sie noch auf dem anderen Schwierigkeitsgrad sind. Warum die halt nicht so 2 Sekunden Stufen machen? Oder ja, sowas. Das stimmt. Das ist halt Bullshit. Sei jetzt hier auf Platz 17, 19, 19 rumzugurken. Da okay, fehlt gut, quasi noch eine Abstufung gemacht. Dazwischen sozusagen. Ja, kann ja versuchen, eine schnelle Runde zu fahren. Mal gucken, was ich da hinkriege. Eine zeitwegs freie Fahrt. Oh, gelbe Flagge. Da fährt Peter vor mir. Ja. Alles klar, du bist aber ganz schön weit zurück. Ja. Ich fahre jetzt auch an die Box. Ich slide mittlerweile ganz schön. Aber ich fahre auch schön alleine. Guck, kann man hier reinpesen in die Box? Ich fahre einfach mal voll schnell. Ja, fahr einfach volle Pulle. Alles das klar. Geht. Ja, geht wirklich. Geht wirklich. Ja, geht wirklich. Ja, was soll ich hier Peter auf Platz 19? Weißt du, das ist immer eine Gefahr für mich. Ich bin Boxenstock vor ihm. Ich hoffe, die NPCs fahren jetzt an die Box und überrunden die mich echt jetzt schon. Ja, ich habe Hülkenberg überholt. Durch meine gute Zeit jetzt gerade. Cool. Was hast du denn für eine Zeit gefahren? Weiß ich nicht, eine Boxenzeit war das. Aber ich war halt trotzdem schneller dadurch. Also die Zeit hat 1,30 bin ich da logischerweise gefahren. Aber ich fahre gerade halt eine schnelle Runde, zumindest versuche ich gerade eine schnelle Runde zu fahren. Ohne abkürzen, ohne eklig fahren. Ich bin stolz darauf, ich habe noch nicht eine Strafe bekommen. Ja, stimmt, eine Verwarnung, nicht meine Verwarnung. Habe ich bekommen bislang. Sehr faires Game von dir, Jay, bisher. Ja, nö, ich habe ja schon zum einen mal übelst gecrashed. Also fährst was anderes. Das heißt, du, die. Das ist krass, ich frage mich, mit wem du da einen Deal hast, ey. Wer ist denn da mit Sepp Blatter?
ist hier ja auch Chef von. Oh, guck mal. Ah, schnellste Runde von Jay. Das wird mir doch nichts bringen, die auf dem letzten Platz oder vorletzten oder was auch immer. Vor allem darf ich ja eh einmal mehr boxen wahrscheinlich als alle anderen. Die Boxencrew von Sauber ist aus der Garage gekommen und wartet auf einen ihrer Fahrer. Oh, Sauber geht jetzt rein. Sauber geht rein? Ja, der sagte gerade hier, die Boxencrew von Sauber ist rausgekommen und wartet auf einen ihrer Fahrer. Der fährt gerade vor mir, der ist gerade aus der Box schon gekommen. Bisschen zeitverzögert, ey. Den Ansagen, wie er da raushaut. Aber hey, ich komme echt voran. Also ich kämpfe jetzt gegen den 15. immerhin. Vor mir ist Rosberg. Oh lol. Hat er dich schon überrundet, oder was? Ne, ich bin 6. LOL! LOL! Alles klar! Da fährt aber so wenig auf Platz 6, ey. Aber du warst doch nicht an der Box, ne? Jetzt so. Okay. Wie viel warst du denn vorher? 12. Jetzt bin ich 3. Okay, geil. Wir haben jetzt etwa ein Viertel des Startbenzins verbraucht. Also haben wir noch 3 Viertel übrig. 3 Viertel. Und ist Raikön. Oh, ich bin nochmal eine schnellste Runde gefahren, glaube ich, oder? Ja, bist du. Aber das hilft halt einem nichts. Platz 15. Gegen mein Teammate kann ich jetzt hier fahren. Super. Ist Raikön nicht auch der, dir am nächsten ist? Teammate ist Nasr. Okay. Und nicht Raikön. Raikön ist dein Teammate. Ah, okay. Aber ist okay, Peter. Guck mal, von außen überholt den Nasr. Nasr. Oh, der will aber. Oh. Muss der ankommen. Nee. Geil. Geilo! Oh hier, Stevens, Platz 13. Mehr. Die Reifen sind zu heiß. Mach mal ein paar Kurven langsam, wir müssen sie abkühlen. Wieso sagt er denn immer, meine Reifen sind zu heiß? Das hat er noch nie gesagt. Ist das jetzt auch durch Experte hier oder was? Ich, das sagt er immer. Nee, das hat er noch nie bei mir gesagt. Sind die Reifen zu heiß und sie müssen jetzt abkühlen, Mama. Läuft es. Daniel! Was ist denn? Der ist gerade auf dem Stativ gerade mit irgendwem kollidiert und jetzt stehen die dabei. Der meint, weißt du, ich hab DRS, ja? Nasra hat DRS und der fährt mir einfach hinten rein. Der spießt mich einfach auf, ohne dass ich was gemacht hab. Ich war noch nicht mal im Bremsmodus. Aber weißt du das doch? Das ist doch ein Witz. Von wegen, ja, die rammen dann nicht so viel und so eine Scheiße, ey. Kein Bock mehr auf diese Rotze. Es ist doch Bull. Ja, komm, verpiss dich, ey! Ich fahr dir jetzt voll rein, du Wichser, Mini. Ah, bam! Oh, lol! Oh! Und Jay hat da einen guten Abgang gemacht. Oh, lol, Moment. Peter, lass ich vorbei. Komm, geh. Aber ich bin, glaube ich, langsamer als du. Du kannst ja nicht langsamer sein als ich ohne Frontflügel. So, ohne Scheiß, ne? Okay. Das ist halt echt so ein Witz. Da kommt er mit DRS, ich habe auch DRS und der fährt mir einfach hinten drauf. Ohne Scheiß, ich konnte gar nichts machen, ich war auf Ideallinie, der fährt auch Ideallinie. Der Schnellere musste da nicht Platz machen. Ja, ich muss Platz machen, wenn er auf Ideallinie mit hinten reinfährt oder was. So sind wir heute, das ist ja noch schlimmer als Jay zu seinen besten Zeiten, ey. Weißt du, der hat mich einfach abgeschossen. Hast du gerade von dir selbst Scheiß in der dritten Person gesprochen? Ja. Oh, das ist doch echt zum Kotzen gerade. Das ist richtig deprimierend jetzt das Rennen gewesen. Weißt du, du fährst hier schnellste Runde und dann wirst du einfach von hinten aufgegabelt. Von seinem verfickten Teammate. Geil, ja, darf ich gegen Madonna fahren. Nase. Ja, Nase. Blöde Wichser. Ah, ich hab okay weggeknallt. Jetzt hast du nur noch ein bisschen Zeit. Das ist doch behinderte Scheiße, ist das doch. Na komm, Christian, verteidige wenigstens unsere Ehre. Achso, ich dachte, du warst gerade 6. oder 3. Ja, aber ich war wegen der Box. Ach, ja, aber ich habe durch den Boxenkram, glaube ich, einen Platz gewonnen. Ich meine, vorher wäre ich 14. oder 15. gewesen.
Aber war ja eh okay. Ich meine, ich hätte ja eh schon wieder in die Box kommen müssen wegen dem verfickten Wichsreifen. Ohne Scheiß, ey. Das riecht mich gerade nur noch auf, das Spiel. Echt kurz vom Ragequit gerade gewesen. Holla. War echt kurz davor. Ich habe schon den Controller weggeworfen und wollte hinten reinfahren. Da hätte ich mir auch gerade fast die Reifen abgefahren. War echt kurz davor. Ja, gut. In so einer Scheiße, ey. So ein Wix-Game. Weißt du, stellst du eine Stufe schwerer und dann wird das zum Beispiel, dann wird das so behindert, dass die da hinten reinfahren oder was? KI wird noch behinderter pro Stufe. Ich habe das Gefühl, dass wir am Anfang, als wir einige Rennen am Anfang gespielt hatten, genau die gleichen Probleme hatten und wir uns erst darauf einstellen mussten quasi. Dann hätten wir eine neue Season damit anfangen können. Ich habe mich gerade voll an Stevens rangekämpft. Ja, da war ich auch mal. Bis Nasr mich abgeschossen hat. Jetzt bin ich da irgendwo, guck da langweilig alleine irgendwo rum, ey. Boah, ist das spannend jetzt. Okay, kurzes Benzin. Christian, jetzt sollen wir für das letzte Rennen nochmal zurückstellen oder was? Wir weiter ragen über das Spiel. Okay. Wird doch nicht umgestellt. Nur weil du jetzt nicht mehr gewinnst oder was? Das ist natürlich traurig, muss ein bisschen anstrengen. Ja. Okay. Ich hab Fehler. Ja. Also der Rage die ganze Zeit, wie scheiße der Schwierigkeit gerade ist, dann frage ich, sollen wir den denn wieder zurückstellen? Und dann bin ich trotzdem der Lappen oder was? Der Schwierigkeitsgrad ist in Ordnung. Ich fahre ja schnellere Runden als die, wenn ich meine fliegende Runde fahre. Ohne abgeschossen zu werden. Hier, zack. Ah, ne, doch nicht. Scheiße, jetzt war ich zu langsam. Meine schnellste ist mittlerweile eine 14,3. Also, du musst auch gerade. Boah, ist doch gut. Es sind nur 4 Zehntel langsamer als meine. Ich hatte immer noch die schnellste Runde. Ja, 13,9, ne? So ist die. Ja, 13,9. Du bist jetzt fällig! Eiskalt überholt den Jungen. Das Wetter, oh nein, jetzt kriegt er DRS. Als ob ich hier nicht sehen könnte, dass hier blauer Himmel ist. Echt mal, gib mir doch keine Information zum Wetterstand. Oh Gott, da kommt er. Soll mal lieber den Teammate zurückpfeifen, da er ein Arschloch ist. Wie schnell man auf 80 km/h runterbremsen kann. Alter. Hui, Elfter. GZ. Nice. Freut mich für dich, Chris. Also ein Pünktchen wäre tatsächlich ganz, ganz nett. Aber da bin ich noch sehr weit von entfernt. Ich sehe den 10. Du musst halt aufpassen. Du bist einen Punkt hinter Button. In der Gesamtwertung. Ich weiß nicht, wo Button ist, aber wenn ich ihn sehe, schieße ich den für dich ab. Schieß lieber Rosberg weg. Ach, Rosberg ist mir scheißegal. Er soll ja vor Peter landen. Ja, aber dann wäre wenigstens einer von uns vorne in der Gesamtwertung. Ist mir egal. Hey, ich brauche hier keinen Anschieber. Nein, doch, wenn der Rosberg auch kommt, dann fick ich den auch weg. Mach ich, Peter. Ich bin ja eh 19. Mal gucken, ob die mich überholen. Ich könnte den eigentlich selber abschießen, ich bin 18. Ich komme sowieso nicht mehr in die Punkte. Versuch einfach dein Bestes. Voll taktisches Fahren hier. Ja. Das ist ein richtig unsportliches Denken bei so einem Spiel. Das ist gut. Weißt du, ich streng mich hier an, nicht mehr die ganze Zeit abzukürzen, jede Kurve zu schneiden. Weißt du, dann kommt dann einer und wichst dir einfach von hinten in deinen Diffusor rein, ey. Das könnte man natürlich jetzt auch anders verstehen. Aber so ist das halt. Oh Leute, guck mal, ich bin 1000stel schneller als meine Bestzeit. Das ist ja witzig. 60% des Startbenzins. Ach ja. Boah, da ist Hülkenberg und ich komme ihm sogar näher. Ach, was ist das spannend hier. Ich versuche jetzt mal eine Bestzeit zu fahren. Mach mal. Boah, habe ich mich gerade verpasst. Das wäre echt so, das wäre unter den gleichen, leichteren Bedingungen, wäre das echt ein interessantes Duell geworden.
Dann wäre Peter auch nicht mit 3 Sekunden Abstand wieder weggefahren, weil er auch nicht mit meiner Ja, die Strecke kann ich halt echt nicht. Mitkommen. Der ist echt ärgerlich. Echt nochmal gewinnen können. Scheiße. So, jetzt sind die Fatzkes wieder an der Box. Jetzt bin ich auch da. Ich muss auch ins Verrund rein. Ich werde nie mehr sauber fahren, ey. Hält zwar alles aus, weißt du, kann rammen, so viel er will. LOL! Mit Ankündigung. Alles klar! 1.13. 1. Ist schon Zucker. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das Glück hatte, einmal Dingens zu haben. DSL. DSL hast du, geil. DSL 10.000.